Freut mich, Ihre Bekanntschaft. Was? Ihr wollt doch nach meinem Mann fragen, oder? Den will nämlich jeder wissen. Und ihr seid wohl auch keine Ausnahme. Na gut. Ahorn Weide Espe heiße ich. Und ja, meine Eltern waren ganz begeistert von Bäumen. Das ist mir sehr klar. Und ich will jetzt keine Witze über Familienstammbäume hören. Seid ihr jetzt zufrieden? Nee, laut werden wir nicht. Eigentlich wollte ich nur eine Wegbeschreibung. Wegbeschreibung? Ihr wisst gar nicht. Tja, gut. Hustet. Womit kann ich euch denn helfen? Wir wollten eigentlich keine Wegbeschreibung, aber es war das einzig Höfliche, was man sagen konnte. Das habe ich wohl bei dem ganzen Betrieb wohl vergessen. Ich komme vielleicht später wieder. Wie heißt ihr nochmal? Nee, ich interessiere mich nur für Baldurs Tor. Was gibt es hier denn zu sehen? Tja, das Haus der Wunder ist ganz nett. Das war das Museum, wo wir schon drin waren. Wenn man so Spielereien gerne sieht. Das ist in der westlichen Stadtmitte. Allerlei Zauberei ist auch ganz nett. Oh, das ist der Laden, glaube ich, wo wir angegriffen wurden oben. Das ist eher in der östlichen Stadtmitte. Ansonsten wüsste ich auch nichts. Kann ich euch sonst noch irgendwas tun? Nee, danke sehr. Und du? Verdammt nochmal, nach einem harten Arbeitstag fehlt es gerade noch von ein paar Angebern durch die Straßen. Wenn ein paar Angeber durch die Straßen laufen, als würden sie ihnen gehören. Warum sucht ihr euch keine richtige Arbeit, ihr Drückeberger? Weil wir an einem Tag so viel verdienen wie du in 10 Jahren. So, und du? Hallo? Freut mich, so eine nette kulturelle Bekanntschaft zu machen. Reginald Langzahn Worthington III. Hallo. Euch einen schönen und sonnigen Tag, wo immer ihr auch herkommt und hingeht. Immer bereit, einem neuen Gesicht die Hand zu reichen. Bildlich gesprochen jetzt. Habt ihr in letzter Zeit von etwas Interessantem gehört? Suchmissionen oder so? Suchen? Oh ja, suchen. Das zu suchen, was gesucht werden muss und das zu finden, was man durch Suche am richtigen Ort finden kann, wenn es sich überhaupt dort befindet. Das zu entdecken, was bekannt, aber vergessen ist, dann aber wieder erinnert wird und erneut gesucht wird, obwohl es von Anfang an alt war. Solche Ziele verdienen es, nach ihnen zu streben. Unglaublich, ihr habt stundenlang geredet, ohne irgendetwas zu sagen. Nein, na gut, was könnt ihr mir über die Stadt sagen? Die Stadt? Ja, das ist schon ein schöner Ort, von majestätischer Ausdehnung und äußerst umfassend in der Nutzung des Landes. Sie ist wunderschön und einmal gesehen will man gar nicht mehr wegschauen. Welche Schönheit und Größe spiegelt sich in den einfachen, bescheidenen Anlagen und Bürgern wieder. Alles strahlt einem in sich ruhenden Noblesse aus, die Spatzen von den Dächern pfeifen. Sie ist ein Wunder in ihrer Einfachheit. Baldurs Tor. Verstehe. Und was macht ihr so? Seid ihr ein Abenteurer wie ich? Boah, nee, ich will hier weg. Wir können nur unhöflich sein. Na gut, wirklich beeindruckend. Ihr habt stundenlang geredet, ohne irgendetwas zu sagen. Tja, auf einer anderen Ebene könnte ich das, was ich gesagt habe, als gekünsteltes Nichts aufgefasst werden. Ihr habt doch überhaupt keine wertvollen Informationen, oder? Wenn ihr wirklich wissen wollt, ob meine Rede wissenswerte Einzelheiten über ansonsten unbekannte Zusammenhänge und Statistiken enthält, dann tja, nein. Ich war vom Gegenteil überzeugt. Alles klar dann? Klar. Ich mach mich dann mal vom Acker. In der Tat. Nun denn. Absolut verrückte Taverne. Raus hier. Bevor wir noch von gackernden Hühnern angegriffen werden. So. So, hier war aber dann nichts außer Wohnhäuser und eine Taverne. Hätten wir das auch Was machst du da? Was? Du siehst nicht aus wie ein Bettler. Meine Eide hat mir ganz schön eingeholt. Ist er aber. Jedenfalls ein ganz normaler Bürger. Was? Na gut, weg hier. Und da wollte ich eigentlich nicht hin. Ja, hier will ich immer noch nicht hin. Sondern ich will dahin. Da waren wir nämlich noch nicht. Habt ihr mal einen Moment Zeit für uns? Räuber.
würdet ihr uns einen Moment eurer Zeit widmen? Was gibt's? Zuerst möchte ich uns beide vorstellen. Ich bin Marek und das ist mein Geselle Luthander. Es kann nicht schaden, wenn ihr unseren Namen kennt. Denn wenn ihr unseren Rat nicht befolgt, werdet ihr sicherlich wieder mit uns zu tun bekommen. Ihr strebt danach, den Eisenthron zu vernichten. Ja, das stimmt wohl. Ich weiß es, es hat keinen Sinn zu leugnen. Mein Geselle und ich stehen in den Diensten dieses Throns. Das klingt nicht gut. Aus reiner Höflichkeit möchten wir euch ein letztes Mal warnen. Hört auf, euch in die Geschäfte unserer Dienstherren einzumischen. Es bleibt euch überlassen, ob ihr diese Warnung beherzigen wollt. Allerdings begeht ihr einen fatalen Fehler, wenn ihr es nicht tut. Bis bald. Na gut, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gegen den Eisernen Thron indirekt gekämpft. Langsam ist auch genug, also sagen wir jetzt das hier. Droht mit was ihr wollt, wir stehen nicht mit einem Bein im Grab. Jemand, der dumm genug ist, sich uns in den Weg zu stellen, wird die Zeche zahlen. Ja. Und der haut einfach ab? Was soll das? Na gut, die werden wir wohl nochmals wiedersehen. Aber sei es drum. Nur ein paar Gegner mehr. So, immer noch kein kleiner Junge. Aber es ist ja auch ziemlich spät. Hier geht's nicht weiter. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich wieder in die Stadtmauer irgendwie rein. Oder erstmal ein anderes Gebiet, um dann von da aus wieder nach... Die Stadt ist echt nervig manchmal. So, alle beisammen. Okay. Dann auf ein neues. Komm schon. Ist das jetzt die Ecke? Das ist die Ecke. Das heißt, dahinter müsste es weitergehen? Na gut, gehen wir jetzt mal dahin und von da aus nach oben. Anders. Wir gehen von hier aus nach da. Und von hier aus nach Osten. Hallo, Lord. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Schön, schön. Das hätten wir dann auch geklärt, aber das mache ich mal im Zeitraffer. So, was haben wir hier? Hier wird gerade ein Fragezeichen. Schwarzdrachentor. Oh, und wo führst du hin, du Schwarzdrachentor? Irgendwohin. Eine Sackgasse. Ist ja echt ein super Tor. Ja, nee. Gehen wir wieder raus aus dem Schwarzdrachentor und schauen wir uns hier mal um. Also auf der Übersicht hat man den Turm gesehen, aus der Zwischensequenz, den ich meinte, der auf der rechten Seite ist. Da können wir mal hinschauen. Das scheint ja ein recht markantes Stück der Karte zu sein. Ist hier noch so ein Turm? Also die Stadtmauern sind echt komisch positioniert manchmal. Das hier gehört nicht zur Stadtmauer, sondern ist eine Festung. Tempel von Helm. Na gut, gucken wir da mal kurz rein. Sieht irgendwie aus wie der Tempel in Nashkel. Der Wachsame kennt alle eure Sünden. Willkommen beim wachsamen Schild. Unsere Hingabe an den niemals Ruhenden ist unerschüttert. Bitte erlaubt uns, euch unter dem ewigen Blick von Helm zu beschirmen und zu beschützen. Scheint nur die normalen Sachen anzubieten. Ja. Keine Aufgabe für uns. Schade, schade. So, weiter.
noch mehr Wohnhäuser. Heruntergekommene Wohnhäuser. Und, da ist der Turm. Darf ich einen Moment um eure Aufmerksamkeit bitten? Einen schönen guten Abend allerseits. Dürfte ich kurz um eure Gehör bitten? Sicher gut, mein Herr. Was ist euer Anliegen? Ich habe euch beobachtet, aber keine Panik. Ich habe keinen bösen Blick oder sowas. Ihr und eure Gesellen, ihr seht mir aus, als ob... Naja, ihr seht mir jedenfalls nicht wie Bauern oder Kaufleute aus. Jemand müsste mich für mich einen Auftrag zu Ende führen und ich glaube, ihr hättet das Zeug dazu. Ich zahle gut, doch der Auftrag ist gefährlich und nicht so ganz im Sinne des Gesetzes. Interessiert? Nein. Ich habe kein Bedürfnis, meinen guten Namen in dieser Stadt zu besudeln, indem ich das Gesetz überschreite. Verschwindet mitsamt eures Angebots. Wie ihr wollt. Ich will euch fortan nicht mehr belästigen. Ja, so ist das halt. Und das nächste, was wir machen, ist, das Gesetz zu brechen, indem wir hier einbrechen. ja, zumindest Imoin. Denn Imoin ist neugierig, was das für ein Haus ist. Und ich als Spieler ja auch. Also, huschen wir mal rein. Und schauen uns ein wenig um. Ist ein sehr gut eingerichteter Turm. Bisher nichts zu holen, aber schick sieht er aus. Ein Turm mit Schleim. Und Ghoulen. Na gut, das kann nicht rechtens sein. Kommt der Rest auch mal rein und schaut sich um. Und du schaust mal nach Fallen, nur für den Fall. Und so, hier war aber echt nichts. Das ist komisch. Ne, nix. Dann geht Gerogon mal vor. Ihr werdet alle sterben. Und der Rest kommt nach. So, alle auf den Nichtbühner hier in erster Reihe da stehen lassen. Na komm, bring ihn schnell um. Waffe unwirksam. Ach ja, macht Platz. Immer nur ein Schaden, 8 Schaden. Dabei haben wir doch so viele magische Waffen. Steig mal auf die besseren Pfeile um. Und Jahira auf die besseren Kugeln. Du auch auf die besseren Kugeln. Dann schauen wir mal. Bisher kein Widerstanden. 2000 Erfahrungspunkte.